Und damit willkommen zurück zu Resident 3 Titanlords in der nächsten Aufnahme. Die letzte ist schon so ein andere Wöchelein her. Ich bin in der Zeit umgezogen und von daher hatte ich lange Zeit keine Zeit zum Aufnehmen. Und jetzt habe ich erstmals wieder Zeit. Die spannende Frage, ach, Jafar ist unser Begleiter, das beantwortet schon mal eine Frage. Die zweite Frage ist, wo sind wir hier gerade? Okay, wir sind im Toten Land von Taranis. Das ist ja schon mal eine ganz gute Angabe. Mit der können wir ja erstmal arbeiten. Das Problem ist, ich habe absolut keine Ahnung, wo wir, also was wir sozusagen schon alles erkundet haben. Ich versuche das gerade anhand der Karte mal nachzuvollziehen. Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. Ich glaube, wir sollten als nächstes durch diese Höhle da unten. Genau. Das war der Grund, glaube ich. Ich muss mich erstmal wieder reinfinden. Ich bitte das zu entschuldigen. Und wenn ich jetzt hier etwas desorientiert durch die Gegend renne, wirkt das wenigstens authentisch. Ist ja schon mal einiges wert. So, hier ist das tote Land. Hier hatten wir, glaube ich, den Schattenlord umgeprügelt. Da hinten steht auf jeden Fall wer. Da waren wir also noch nicht. Okay. Hier waren wir auch noch nicht. Gut zu wissen. Das ist immer ein sehr eindeutiges Indiz, wenn irgendwo irgendwelche Gegner rumrennen, waren wir da in der Regel noch nicht. Na komm, mein Kleiner. Ich nehme zum Moment auch parallel zu Risen 3 noch Minecraft auf. Aber ich hatte überhaupt keinen Bock auf Minecraft. Ich dachte, habe mich hier mal am PC gesetzt. Habe mir so, jetzt nimmst du mal wieder auf, jetzt hast du mal wieder Zeit. Aber irgendwie war die Minecraft-Motivation Nee. Und bevor man dann irgendwie, ja, Blödsinn aufnimmt, sage ich einfach mal, spielt man lieber was, wo man Bock drauf hat. Und das ist in diesem Fall Risen. Zumal ich das Let's Play halt irgendwann auch ganz gerne mal fertig kriegen will. Und wir haben noch verdammt viel vor uns. Verdammt viel. Die habe ich diesmal gesehen. Dieser kleine Erdhaufen da war aber auch zu auffällig, finde ich. Die ganzen Schattenpilze hier mal sammeln, die brauchen wir später für eine Quest. Dunkelpilze, nicht Schattenpilze. Pilze auf jeden Fall. So, und jetzt gehen wir erstmal in die Höhle rein. Noch ein Pilz. Noch ein Pilz. Oh Gott, drei Stück. Oh Gott. Oh Gott. Gleich drei von den Mistviechern. Alter Schwede. Na komm her, mein Freund. Klack, klack, klack. Zwei haben wir weg. Jafar übernimmt den dritten. Hoffe ich. Ja, er versucht es zumindest. Der Wille zählt. Nein, das wollte ich nicht. Das machen wir erst am Ende. Jafar sammelt hier mal fleißig für uns. Aber das holen wir erst am Ende einmal ab, weil sonst gibt es Verwirrung. So, das heißt, das tote Land haben wir fertig. Das heißt, wir müssen noch das Strandstück hier unten uns angucken, diesen Flusslauf und den Dschungel hier unten. Na, sind wir schon zwei Drittel durch Taranis. Das ist ja schon mal sehr schön. Da ist ein Ende in Sicht. Der Kerl sitzt dahin aber auch ziemlich tiefenentspannt dafür, dass hier das tote Land ist. Hey, Duna, wo willst du denn hin? Ich sehe mir nur die Gegend an. Du meinst doch richtig mit deinen Augen? Wow. Kannst du mir die mal leihen? Nein. Schade, Alter. Echt schade. Naja, ich mach dann mal weiter. Als Wächter hat man schließlich immer was zu tun. Alter Schwede, was für Drogen ist der denn? Du und Wächter? Kaum zu glauben. Warte, ich bin gar kein Wächter? Aber warum habe ich denn diese Klamotten an? Mann, bist du fertig. Hey, nicht so schnell, ich komme ja kaum hinterher. Wie war nochmal deine Frage? Oh. Der Typ, ey. Du wolltest mir sagen, was du hier machst. Wollte ich das? Naja, schaden kannst du nicht. Dann leg mal los. Womit? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh, ich bekomme echt Kopfschmerzen von deinem Gelaber. Alles, was ich will, ist doch nur eine Ladung Dunkelpilze. Aha, da wissen wir auch, was mit dem guten Mann los ist. Der hat zu viel Pizza geraucht. Was genau sind Dunkelpilze? Na, das Zeug, was wir Wächter nicht essen dürfen.
Hab sie aber trotzdem probiert. Und Junge, du machst dir kein Bild. Wenn der Pilz einmal zu dir gesprochen hat, zieht er dir glatt die Socken aus. Ja. Dein kleines Pilzgeheimnis kostet dich was. Sag mal, Keule, du willst doch keinen Bruder abziehen. Genau das hatte ich vor. Das kannst du dir sparen, habe eh nichts auf der Naht, Mann. Und das soll ich dir glauben? Jemand will mich berauben? Ha, verdammt, sag das doch gleich, Alter. Hier ist wohl besser, wenn du ab jetzt auf meine Kohlen aufpasst. Unbedingt, das hat sich ja richtig gelohnt. Die Schatten bedrohen das Land und du suchst Pilze? Na und? An mir ist noch keins dieser Biester vorbeigekommen. Naja, zumindest ist es mir nicht aufgefallen. Ah, aber wenn's dir so wichtig ist, schieb ich wieder Wache. Hauptsache, du besorgst mir dann meine Pilze. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir die Pilze bringen sollte. Oh, mach dich mal locker. Außer mir wird dir keiner was dafür geben. Naja, vielleicht Nergal. Aber der weiß die Dinger nicht zu schätzen. Steht nicht so auf eine Dröhnung. Hat die Kutte gehörig voll. Ja, was machen wir jetzt? Wir müssen erstmal überhaupt alle Pilze finden. Ach nee, wir haben alle 5 von 5. Ja, aber ich halte das für keine gute Idee, dem Mann diese Pilze zu geben. Ich denke, wir bringen die lieber zu dem Alchemisten. Da sind die in sicherer Verwahrung. Da sehe ich doch schon wieder wen. Jafar, siehst du die auch? Da sind sie, rauch da. Blöde Kobolde. Können nichts taugen, nichts nerven nur. Trifft auf einen Großteil der Gegner hier zu. So, wo sind wir jetzt eigentlich? Gut, okay. Ich hätte mich jetzt auf jeden Fall erstmal aufgemacht Richtung Strand. Will heißen, diese Ecke hier. Oh, das ist wieder diese raue Fantasy-Welt von Risen und Gothic, die ich so liebe. Guckt euch das einfach mal an. Ey, da geht einem doch einer ab, wenn man das so sieht. Ich kann stundenlang einfach nur durch diese Welten rennen, nämlich Monster töten und Zeugs einsammeln. Deswegen ist Witcher 3 auch so gefährlich, weil man da genau das machen kann. Müsste ich auch mal vollständig als Let's Play aufnehmen, aber das wird... ey, das wird ein Projekt. Witcher 3, längstes Spiel, für das ich je gespielt habe von der Story. Also ich glaube, ich habe damals, als ich... Hat der Renner uns geschossen? Stirb dafür, du Bastard. Ich glaube tatsächlich, ich habe für Witcher 3 das erste Mal etwas über 100 Stunden gebraucht. Oh, diese Aussicht. Huch, da unten ist er. Und er hat uns gesehen. Jetzt überlege ich mal, wenn ich 20 Minuten Folgen mache, Witcher 3. 100 Stunden, 20 Minuten durch 3, bald 20 Minuten, 300 Folgen, ey. Weiß Bescheid. Das wäre ein knackiges Let's Play. Das würde dann die ein oder anderen Monate laufen. Ach, Bock hätte ich ja schon mal, ne? So ein Langzeitding. Aber würde ich wahrscheinlich halbe Stunden Folgen machen, weil das ist ja sonst gar nicht zu bewältigen. Plündernder Kobold. Aha, das sind die Questgegner. Wann immer Gegner irgendwie einen anderen Namen haben, sind es meistens Questgegner. Das ist immer ganz auffällig, wenn es nicht... wieso fliegen die eigentlich so übertrieben weit weg? Jafar, der Kobold war hier. Ach nee, Jafar hat auch noch einen entwickelt. Hoppla, den hab ich gar nicht gesehen. So. Mein Xatex hier reden mit den Kobolden. Kobolde gehören zu einer Quest. Die Frage ist nur, zu welcher Quest? Wo ist der Questgeber dieser Quest? Denn ich hätte gerne eine Belohnung fürs Massakrieren der Kobolde. Muss sich ja für uns auch lohnen. Wem auch immer es gehört, wir plündern erstmal sein Lager. Ist grundsätzlich eine gute Sache. Ich bin grundsätzlich für Plündern. Plündern, Morden, Brandschatzen. Immer gut. Was? Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Okay, wir suchen also einen gewissen Walker. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ja, das habe ich schon beim ersten Mal verstanden. Ich wollte nur die Gabel aufsammeln. Gut, wir müssen also Walker finden. Wo sind wir überhaupt? Okay. Immer ein schneller Blick auf die Karte zur Orientierung und dann geht's weiter. Laut Karte soll hier was sein. Ja, es ist fantastisch. Die Landschaft hier gerade. Geht's theoretisch dahin oder hierhin? Oder hierhin?
Aha, am Scheideweg. Gucken wir erstmal hier. Ui, da ist ein Teleporter. Den müssen wir mal kurz aktivieren. Ganz wichtig. Dann können wir hier nämlich ein bisschen flexibler reisen. So. Da hinten steht jemand. Vielleicht ist das der ominöse Walker. Ich würde sagen, das finden wir mal kurz heraus. Ich hätte jetzt mal Zeit, damit überlegen, ob wir das machen, weil das wieder ein anderer Teil ist, den wir noch gar nicht erkunden wollten. Aber in zwei rennt er eh zu seinem Lager zurück. Von daher. Und es ist Walker. Was machst du hier draußen? Hier ist es nicht sicher. Ich guck mich hier nur mal um. Du. Was? Haha, du gefällst mir, Mann. Rennt er hier durch die Wildnis voller Monster und schaut sich mal um. Das traut sich nicht jeder. Der ist sympathisch irgendwie. Was machst du denn hier draußen? Ich bin Jäger. Das heißt, ich war Jäger. Ich habe meine gesamte Beute verloren. Haha, Noob. Was ist passiert? Ein paar Kobolde haben mich in der Nacht überrascht. Sie wollten mir gerade die Kehle aufschlitzen. Gott sei Dank schlafe ich immer mit meinen Waffen unterm Kopfkissen. Konnte gerade noch meine Haut retten. Ich würde zurückgehen, aber es sind zu viele. Alleine will ich sie nicht angreifen. Die haben wir schon erledigt. Die Kobolde sind Geschichte. Sehr gut. Ich glaube nicht, dass sie meine Truhe aufbekommen haben. Das Schloss wurde von einem wahren Meister gemacht. Hier hast du den Schlüssel. Nimm dir einfach, was du haben willst. Danke nochmal, hast mir echt geholfen, Mann. Ich werde mich dann erstmal an mein Feuer setzen und mir überlegen, wie es weitergeht. Jo. Ich höre doch schon wieder irgendwas. Irgendwas ist in der Nähe, aber das soll uns jetzt an dieser Stelle erstmal noch nicht interessieren. Obwohl, doch, soll es doch. Ah, die kriegen wir nicht mal vernünftig tot. Anfangs, wenn ganz früh im Spiel sind die Viecher immer so zäh, diese Wasserechsen. Aber jetzt inzwischen sind wir so weit ausgerüstet und trainiert, dass wir die auch mal vernünftig wegbashen können. Das ist sehr angenehm. Und natürlich sind es Spinnen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil wir jetzt ja nicht mehr Bones dabei haben, der uns heilt. Och Mist, die hätte ich gerne geplündert, das lohnt sich immer. Naja, gucken wir mal, was sie bewacht hat. Gold. Eine Schatulle, nochmal Gold. Ein Jagdhorn. Gold, Gold. Gold ist immer gut, kann man nie genug haben. Aber ich fürchte fast, das war's jetzt schon wieder an dieser Stelle. Gehen wir nochmal hier gegenüber gucken. Oh, diese Landschaft, ey. Oh, ich muss mal wieder Gothic 3 spielen. Wird vielleicht das nächste Langzeit-Let's Play. Gothic 3, geilste Fantasy-Welt ever. Obwohl, nee, Witcher 3. Ich spiele zuerst Witcher 3, glaube ich, nochmal durch. Oh Mann, man möchte eigentlich 10 Rollenspiel-Let's Plays gleichzeitig aufnehmen und hat geschafft können. Ich würde am liebsten das alles aufnehmen. Irgendwie, ich würde am liebsten den Gothic 3 aufnehmen, dann die ganzen Assassin's Creed-Spiele und Witcher 1 bis 3 und oh, so viel Zeit hat man gar nicht. So viel Zeit hat man gar nicht. Das Leben ist hart. Das Leben ist hart. Ich glaube, das ist gerade eben das erste Exemplar dieses komischen Krauts eingesammelt, was dieser Magier-Fuzzi haben wollte. Der wollte doch dieses komische Taranis-Kraut haben. Da haben wir, glaube ich, gerade ein Büschelchen von gefunden. Oh, es sieht so geil aus, einfach. Oh, Hammer. Hatte der Walker nicht irgendwo ein Bett stehen? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, es wird gerade etwas dunkel. Würde ich jetzt mich gerne mal kurz eine Runde knacken und dann... Oh Gott sei Dank, wir landen nicht im Schattenreich. Das ist jetzt schon die letzten Male nicht mehr so gewesen, dass wir im Schattenreich gelandet sind. Inzwischen geht's halbwegs scheinbar. Wir haben alle Albträume ausgeträumt und können uns jetzt wieder vernünftig schlafen legen. Erst plündern wir Walkers Truhe vor seinen Augen, obwohl er hat es uns hier erlaubt. Ui, ordentlich Jagdbeute. Finde ich gut. Reden wir noch ein bisschen mit dem netten Kerl. Der hat doch bestimmt noch was zu sagen. Du bist doch Jäger, oder? Ja.
Wieso? Möchtest du etwas lernen? Zum Beispiel. Warum eigentlich nicht? Ich könnte dir schon so einiges über die Jagd beibringen. Frag mich einfach, wenn du etwas Bestimmtes wissen möchtest. Was hast du jetzt vor? Ich weiß nicht. Erstmal werde ich mich ein bisschen entspannen. Da fällt mir was ein. Hättest du nicht Lust, nochmal mit mir zu jagen, Mann? Ich habe schon seit langem eine ganz besondere Beute im Kopf. Aber alleine schaffe ich das Vieh niemals. Das ist doch genau unser Stil. Ich helfe dir bei der Jagd. Wunderbar. Gar nicht nachfragen, was er jagen will, was wir dafür kriegen. Dieser fürchterliche Sumpfgolem ist nicht weit von hier, auf einer kleinen Anhöhe am Rande des Sumpfes. Ich führe dich hin. Sag mir Bescheid, wenn du los willst. Jo, dann mal los. Ich bin bereit. Lass uns deinen fürchterlichen Golem jagen gehen. Alles klar. Folge mir. Das ist mein bewährter Stil, wenn man so eine Quest angeboten kriegt. Gar nicht fragen, was man jagt, wo, wie, was ich dafür kriege. Oh komm, ein bisschen schneller. Kollege, ist das dein Ernst? Ich laufe schon mal vor, ey. Der ist echt nicht eilig mit seinem Golem, oder? Oh Gott. Oh Gott, da ist so viel Zeug. Ah, jetzt kommt er angerannt. Okay, das hätten wir mal eher drauf kommen können. Elende Wasserechsen, ey, ich hasse die. Ey, ich hasse diese Mistviecher. Ich möchte jetzt nicht in seine Haut stecken. Nee, ich auch nicht. Ich stecke nicht gerne in der Haut von Viechern, die filetiert werden. Schlangenwurz, Drachensnapper, wir hatten immer noch eine andere Wasserechse. Da hinten. Andererseits vielleicht hat. Nee, hat Jafar noch nicht. Kurz sagen, vielleicht hat Jafar die schon geschnitten hat. So, wo ist jetzt ein ominöser Golem? Lass uns weitergehen. Da hinten ist er. Wir sind fast da. Überleg dir gut, ob du vorher noch etwas machen musst. Das wird nicht einfach werden. Jafar hat Angst. Aber solange mein Käpt'n bei ihm ist, kann uns nichts passieren. Ich bin bereit. Lass uns weitergehen. Alles klar. Dann hauen wir dem Vieh mal eins aufs Maul, Mann. Ist ja nicht unser erster Sumpfgolem. Das sieht irgendwie nicht schlimmer aus als die anderen. Gut, er greift auch unseren Kumpel an, nicht uns. Das ist sehr angenehm. So, was war jetzt an dem so schwierig? Gutes Versteck hat das Vieh hier. Ja, schon gemütlich. Einen fürchterlichen Sumpfgolem gibt es nicht mehr. Das ist sehr gut. Vielleicht findest du bei ihm ja noch ein paar brauchbare Sachen. Ich werde in meinem Lager sein, wenn du noch etwas brauchst. Was? Keine Belohnung? Naja, gut. Hätte ich das gewusst, hätte ich ihn trotzdem getötet. Schön, haben wir nochmal schnell die Truhe vom Golem. Na, das ist doch schon mal wesentlich rentabler hier gewesen. Eine Voodoo-Puppe mitnehmen. Tatsächlich die Frage, wo waren wir jetzt gerade? Okay, das war diese Insel. Das ist sehr auffällig, wenn man sich die Karte anguckt, dass da irgendwas ist. Oh, eine Geisterblume. Komm mit. Ah, Taranis, ey, mein Lieblingsort im ganzen Spiel. Das und die Ruinen von Kalador. Das ist auch geil. Die schöne Mittelalter-Burgruinen. Oh, herrlich. Herrlich ist das. Ja, hier gibt es nichts. Ah, dann ist noch Monolith. Genau, die Monolithen. Das ist ja auch eine Quest, die wir hier hatten. Blöde Krähe, hau ab. Aber irgendwie authentisch gleichzeitig ist das immer so ein Viech rumstattert. Blöde Ratte. Oh Gott, da wuselt ja ein halber Zoo rum. Habt ihr das eben gesehen? Plong. Guck mal hier, er rennt ein halber Zoo rum am Strand, ey. Na kommt her, meine Freunde. Ich hab genug für euch alle. Oh Gott, ich sehe ja noch mehr, da sind auch noch welche. Na komm, pullen wir das erstmal alles, machen sie kaputt. Schön dann in Ruhe. Okay, da hinten haben wir es noch nicht gesehen, dann gucken wir uns erstmal in Ruhe um. Muschel kommt mit. Da könnte eine Perle drin sein.
Und hier ist doch bestimmt auch irgendwas versteckt. Es schreit doch förmlich danach. Ha, eine Kiste, Tatsache. Man muss sich in den Spielen von Risen und Gothic immer gut umgucken, weil die Entwickler verstecken viel solcher Sachen. Und wenn man nur ganz flüchtig durchs Spiel läuft, übersieht man die Hälfte. Was an sich ja voll schade ist. Es gibt so viel zu entdecken.